Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute geht es tatsächlich um das Team of the Year, denn EA Sports hat jetzt endlich offiziell Stellung genommen und sich dazu geäußert. Gibt es ein Community Team of the Year oder wie wird das Ganze aussehen? Wann kommt das Team of the Year und so weiter und so fort? Und darüber möchten wir heute eben reden, denn es gibt jetzt eben einen offiziellen Artikel zum Team of the Year in FIFA 18. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze direkt schon mal an. Wir sind hier auf der offiziellen Homepage von EA Sports, sehen hier schon FIFA 18. Team of the Year. Hier erfährst du, wie das diesjährige Team des Jahres ausgewählt wird und welche Spieler nominiert werden. Ja, hört sich ja schon mal ganz interessant an und da gehen wir auch schon direkt rein. Also die Wahlurne. Erstmal stimmen handverlesene Medienvertreter, Sportler und EA Sports FIFA Community Mitglieder über das Team des Jahres ab. Das heißt, hier ist schon mal der riesige Unterschied zu den Team of the Years im letzten Jahr. Und zwar wird das nicht nur von EA Sports bestimmt, sondern eben auch von Sportlern und auch von Medienvertretern und eben dann noch von Mitgliedern der FIFA-Community. Wer genau damit gemeint ist, weiß ich nicht. Das sollten ja eigentlich wir als FIFA-Spieler sein. Aber wie das genau funktionieren wird, das steht noch nicht fest. So, die Abstimmungsteilnehmer wurden als Vertreter der Millionen von EA Sports FIFA-Spielern aus aller Welt ausgewählt. Die einzelnen Teams werden aus einer Kandidatenliste mit 55 Spielern ausgewählt, die EA Sports anhand ihrer realen Leistungen im Jahr 2017 nominiert hat. Okay, das sind jetzt die 55 Spieler, die auf der Shortlist waren. Darüber haben Nico und ich auch immer in den Livestreams geredet. Das ist eben diese Shortlist, das sind die 55 Spieler, die eben die Chance haben, ins Team of the Year zu kommen. Die Abstimmungsteilnehmer erhalten am 8. Januar speziell konstruierte Wahlurnen mit den 55 nominierten Spielerobjekten. Jede Stimme umfasst 3 Stürmer, 3 Mittelfeldspieler, 4 Verteidiger und 1 Torhüter in einer 4-4-3-Formation. Also das ist genauso wie letztes Jahr. Und es ist halt einfach so, dass jetzt jede Partei, also anscheinend die FIFA-Mitglieder, dann die Sportler und noch die Medienvertreter jeweils ein Team zusammenstellen. So habe ich das bis jetzt verstanden. So, dann geht's weiter. Jeder Wahlurnenempfänger gibt seine Stimme ab, indem er bis zum 12. Januar ein Foto seines Teams mit dem Hashtag TottiVote in den sozialen Netzwerken postet. Die Ergebnisse dieser Gruppe entsprechen 60% des Gesamtergebnisses. Die übrigen 40% stammen von EA Sports. Also EA Sports hat dennoch 40% Selbstanteil am Team of the Year. Das heißt, die können fast ganz entscheiden, ja, wie das Team of the Year aussehen wird, denn wenn das mit 10% der anderen Gruppe übereinstimmt, dann haben sie 40%, insgesamt wären es 50% und damit hätten sie eben dann schon fast, ja, wenn es 51% wären, hätten sie dann eben schon die volle Macht über das Team of the Year, könnte man sagen. Das endgültige Team des Jahres wird ab 15. Januar bekannt gegeben. Und damit haben wir auch bestätigt, dass Nico und ich in den Streams andauernd recht hatten. Und jeder, der reingeschrieben hat, es kommt am Dienstag, es kommt am Freitag, hatte Unrecht. Es kommt am 15.01. raus. Spezielle Team des Jahres, Spielerobjekte sind dann für kurze Zeit in FIFA 18 Ultimate Team und FIFA Mobile in Sets erhältlich. Ja, das ist grundsätzlich auch schon der Artikel zum Team of the Year und jetzt schauen wir uns noch die Spieler an, die nominiert wurden. Die Torhüter sind Lloris, Navas, Oblak, De Gea und Buffon. Hierbei gehe ich stark davon aus, dass es ein Zweikampf zwischen De Gea und Buffon werden wird. Allgemein könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, dass das Team of the Year aussehen wird. Wird Ronaldo drin sein? Wird Messi drin sein? Höchstwahrscheinlich. Wird aber ein De Gea drin sein? Keine Ahnung. Wird ein Buffon drin sein? Ich weiß es selber nicht. Leute, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Hierbei ist es echt schwierig zu sagen. De Gea wäre halt natürlich für FIFA an sich krasser, aber in Real Life war dann vielleicht doch Buffon ein Stückchen besser. Eine wichtige Sache noch zwischendurch. Ich würde euch nicht raten, Panikverkäufe zu tätigen, denn einige Spieler, die viele Leute in der Weekend League nehmen, sind jetzt natürlich möglicherweise im Team of the Year drinnen. Die Frage ist, werden die dann sinken, werden sie steigen? Schwer zu sagen. Ein Spieler sinkt natürlich, weil seine Team of the Year Karte besser ist und dann seine normale Karte nicht mehr so häufig gebraucht wird. Allerdings ist es auch so, dass diese Karte dann über das Team of the Year hinweg nicht gezogen werden kann. Das heißt, die Karte ist circa eine Woche lang aus den Packs und steigt dadurch. Also es ist schwer zu sagen, ob die Spielerpreise steigen oder nicht. Vor allem auch von den Spielern, die jetzt im Team of the Year drin sein können. Ich will dazu keine Meinung abgeben, beziehungsweise wenn ich eine abgebe, dann in einem Stream. Aber jetzt gerade
Don't ask me, Leute, das ist echt viel zu schwierig zu sagen. Ich würde euch einfach nur raten, keine Panikverkäufe machen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann tut lieber nichts, als dass ihr etwas Falsches tut. Die möglichen Verteidiger des Team of the Year sind Bonucci, Azpilicueta, Ramos, Thiago Silva, Godin, Piqué, David Luiz, Koulibaly, Vertonghen, Marcos Alonso, Alaba, Felipe Luis, Jordi Alba, Marcelo, Alexandro, Walker, Dani Alves, Carvajal, Valencia und Kimmich. Hierbei eben zwei Innenverteidiger und jeweils ein Links- und ein Rechtsverteidiger im Team of the Year. So, die Mittelfeldspieler lauten Casemiro, Kanté, Verratti, Nainggolan, Kroos, Modric, Thiago, Iniesta, Isco, De Bruyne, Eriksen, Dybala, Elli, Robben und Forsberg, der tatsächlich da auch noch reingerutscht ist. Also der war halt einfach auf der Shortlist und deswegen ist er jetzt eben bei dem Voting auch dabei. Aber bei einem Spieler wie Forsberg kann man eigentlich zu 100% davon ausgehen, dass der gegen die anderen nicht ankommt und deswegen auf jeden Fall nicht ins Team of the Year kommen wird. Und als letztes dann noch die Angreifer Aguero, Mertens, Suarez, Griezmann, Cavani, Lukaku, Kane, Mbappé, Lewandowski, Hazard, Sanchez, Neymar, Ronaldo, Coutinho und Lionel Messi. Ob zuerst die Angreifer oder Torwart plus Verteidigung in die Packs kommt, das weiß man noch nicht, das hat EA noch nicht veröffentlicht. Und ja, Freunde, das sind eigentlich die ganzen Infos, die eSports zumindest jetzt mal rausgehauen hat. Wir wissen, es kommt am Montag raus, das Team of the Year, und es ist an sich schon ein Community Team of the Year, aber es gibt nicht ein Community Team of the Year und das normale Team of the Year, sondern es gibt ein gemischtes Team of the Year, welches eben zu 40% von EA und zu 60% von anderen Parteien entschieden wird. Ich gehe stark davon aus, dass das Team of the Year dennoch sehr ähnlich aussehen wird wie die letzten Jahre und dass diese ganzen Team of the Year Predictions dennoch richtig sein werden, denn es wird jetzt zum Beispiel eben kein Forsberg ins Team of the Year kommen, weil ja, erstens mal hat 40% EA Sports trotzdem noch Anteil und zweitens mal die Leute, die das wählen, die wählen jetzt auch so, wie die Leute in Real Life gehandelt haben. Das sind nicht alles nur FIFA-Spieler, zum Beispiel waren da eben Medienvertreter und Sportler auch dabei und die werden jetzt nicht irgendwie einen Spieler wählen, nur damit er in FIFA ist. Beispiel Valencia oder so werden die nicht wählen, nur damit er im Team of the Year drinnen ist. Das gehe ich, davon gehe ich stark aus, das glaube ich einfach nicht, sondern die werden schon so wählen, wie die Spieler halt in Real Life gespielt haben. Deswegen wird das Team of the Year ähnlich sein wie in den letzten Jahren, beziehungsweise so, wie man es eh vermutet hat. Ja, Freunde, das war es auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Checkt gerne auf jeden Fall noch den Merchandise ab. Link dazu in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne gönnen. Danke natürlich an die Leute, die sich da schon ein T-Shirt oder einen Pulli gegönnt haben. Und damit war es mit dem Video, Leute. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.